So, liebe Zuschauer, das war Russland, das war Nischni Tagil im Ural zum Ersten und das ist ein sehr ansprechender Wettkampf gewesen. Gerd, so richtig ist es eigentlich gar nicht aufgefallen, dass die Japaner, die erste Garde nicht da war, dass Simon Ammann gefehlt hat, Roman Kurdelka. Toller Sport. Also muss man wirklich sagen, also Kompliment. Ich bin wirklich überrascht, dass das so gut angenommen worden ist in Russland, das Skispringen. Als zweites, dass die Anlagen toll präpariert waren und als drittes, wie du es gesagt hast, toller Sport. Ja, es ist ja auch so, dass der Windeinfluss, der eigentlich angekündigt war, gar nicht so extrem war. Klar, ohne Wind geht kaum noch was, aber war gleichmäßig und er hat das Klassement nicht durcheinander gewürfelt. Nein, im Gegenteil, er hat das Feld sogar sehr, sehr weit zusammengebracht. Also wenn wir sehen, auch die Abstände, die so zwischendrin waren, da ging es nur um ein paar Punkte und so weiter, wie eng sich das zusammengeschoben hat. Und das macht es eben aus. Und Anders van Emmel hat es ja auch nochmal gesagt im Interview vorhin bei uns, auch bei Eurosport. Man muss eben auch zwei sehr gute Sprünge zeigen, um einen Weltcup zu gewinnen. Mich freut es riesig für den kleinen jungen Kerl, weil er war schon so nah, so oft dran, hat auch schon letztes Jahr mit 0,1 Punkten gegen Gregor Schlierenzauer verloren in Lillehammer zum Beispiel. Und heute war eben sein Tag, wenn man auf dem Niveau springt, dann gewinnt man eben auch mal einen Weltcup. Wie schmal ist der Grat zwischen Wohl und Wehe gerade bei ihm, bei Anders van Emmel? Naja, das ist ein bisschen kurios beim Skispringen. Umso mehr man den Sprung anspringt, umso schneller kriegt man auch die Rückmeldung des Skis. Aber es ist schon nah an der Grenze. Aber er hat es ja sich daran gearbeitet, im Training rangearbeitet. Die guten Ergebnisse, die Top-Ergebnisse geben ihm noch mehr Selbstvertrauen. Und dann funktioniert es eben. Aber so, sag ich mal, viel mehr übertreiben soll das nicht. Ja, ansonsten ganz neue Erkenntnisse haben wir kaum gewonnen. Die Österreicher sind eigentlich wieder da, wo sie hingehören. Aber in der Nationenwertung sind erst einmal vorerst die Deutschen vorn. Aber wir sollten uns auch langsam mal ein bisschen strecken. Also natürlich Gratulation an Severin Freund, dritter Platz, ganz stark. Auch Marinus Kraus in den Top Ten. Markus Eisenbichler hat heute ein bisschen Pech gehabt aus meiner Sicht. Der hat zweimal so im letzten Drittel nicht so die optimalen Verhältnisse vorgefunden. Also der läuft auch, wird schon werden. Also vielleicht mit einem Richard Freitag, der dann stark zurückkommt. Wird schon gehen, werden wir schon die Position verteidigen können. Okay, dein Wort in den Gehörgang der betreffenden Springer. Das war also der erste Wettkampf, morgen der zweite Streich. Gerd und meine Wenigkeit, wir sind dabei.